Hallo, ich bin Johannes Hengst. Und ihr schaut jetzt Paralympic Sport TV. Cool ist, dass man ist ja total integrativ. Dass Behinderte mit Nichtbehinderten zusammenspielen, sondern auch Alt und Jung und Männer und Frauen. Dadurch, dass man diesen Sport da betreibt, wird das so absolut normal. Diese ganzen Sachen, wo man so denkt, ist schwierig, von wegen, der Korb ist ja so hoch, wenn man sitzt. Man muss gleichzeitig dribbeln und mit dem Rollstuhl fahren, das ist alles gar nicht so schwierig. Einfach mal trauen und es ist eigentlich immer eine super Erfahrung. Also ich komme auch aus dem Läuferbasketball und hatte dann aber Verletzungen in den Gelenken. Auf jeden Fall Basketball weitermachen wollte, weil halt die einzige Alternative für mich Rollstuhlbasketball. War eine super Entscheidung, das zu machen. Rollstuhlbasketball ist halt schon ein sehr Leistungssport. Also mit der Nazio jetzt gibt es halt immer so Trainingswochenenden. Von morgens bis abends Training, irgendwie 5 Tage oder so. Und dann hat halt jeder seine Vereine. In der ersten Bundesliga ist halt schon 3 bis 4 Mal die Woche Training mit Krafttraining noch dazu und Physiotherapie. Ich spiele zum Beispiel in der 2. Bundesliga, ich habe 3 Mal die Woche Training. Generell bin ich halt erstmal sportlich und interessiere mich so für alles Mögliche. Ich gehe jetzt 4 Monate nach Afrika. Ja, mach ein bisschen Freiwilligendienst. Da muss dann Basketball leider auch ein bisschen Pause machen, aber danach starte ich halt wieder durch.